Und da sind wir wieder zurück bei Risen 2. Und wir werden uns jetzt... kurz hier raus... Und dann... Okay, das war gut. Gib dem bösen Wurf. So. Davon haben wir noch einen bösen Ghoul. Gib dem bösen Ghoul. Boah, in Slow Motion dreht er sich um seine eigene Achse. Wurde von meinem richtig geilen Stab zerhäckselt. Fisch, boah, Fisch, groß Fleisch, groß Fisch. Groß Fisch, Junge. Alter, ich hasse sowas. Wir machen das mal auf 70, damit er auch nicht mit drinnen daran kommt. Ne? Ja. Fickt euch doch. Der Schädel hat plus 50 in Liebeskunst aus einer Kacke. Na. Hier kann man runter. Sehr gut. Hier geht's weiter. Paddy ist dabei. Was soll passieren? Wo sind wir denn hier? Na, guck mal da. Wir sind auch endlich da rausgekommen, wo wir mal hin wollten. Jetzt packen wir das. Na komm, Effi. Niemand legt sich mit einer Stahlbahn an. Genau, aber wir wollten erstmal in die Mitte da. Zu dem Turm, das ist der höchste Punkt. Was ist denn da? Ein kleiner Höhlennebengang auf der anderen Seite. Na, mein Gott, ey. So. Taraka! Aua! Gib ihm. Ich schneid dich in Streifen. Gib dem Pirat auch noch. Ich habe aber erst zwei oder so Speer. Oder waren es doch dann alle drei auf einmal? Als Zeichen der Freundschaft wurde uns eine Voodoo-Nadel als Geschenk überreicht. Also machten wir das Ding nach Piratenart zu Geld und verkauften es an eine Händlerin auf Antigua. Hm. Tja, was soll man dazu sagen, wa? Wie viel Stuff auf Antigua nachher gibt an legendären Gegenständen? Ja, die und dann die. Karte der Schwertküste. Eine Karte der Schwertküste brauche ich nicht. Die habe ich ja schon. So, Bett. Piratensäbel. Na, schlafen wir mal schnell bis zum nächsten Morgen. Schlaf, schlaf. Was war das jetzt für eine Quest? Die Schatzinsel. Ja. Alle Quests, ich hab grad irgendwas mit die Schwertküste hier. Crow's Schiff. Der Schatz, nein. Jim's Schatzkarte auch nicht. Was mit Speer? Der Schrumpfkopf. Na gut.
Da ist noch ein Erzader. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Und nochmal schlagen. Sehr gut. Was haben wir gekriegt? 2, 5 Goldbrocken. Haben wir nice. Dann nehmen wir ein Fickelchen auch wieder mit. Tja, was soll ich dazu sagen, ne? Hat sich gelohnt. So, und da oben drauf wollte ich. Das nehmen wir auch noch mit. Und da oben drauf wollte ich jetzt. Mal gucken, was uns da erwartet im Sonnenuntergang. Oh, schön. Da erwartet uns erstmal ein geiler Affe. Aber das ist auch einer von den Alten. Dann haben wir hier das Tempelchen. Ach so, 2 Affen. Ja, einer noch. Ein dicker Goldbeutel. Da haben wir Team wieder. Ja, drumherum irgendwas zu finden. Gerade noch nicht. Heidenkraut. Wieder rein. Oder ist das nix? Am Arsch. Die setzen doch jetzt hier so einen richtigen dicken Brocken dahin. Nur um damit quasi mitzuteilen, dass hier nichts ist. Tempel der Erde, Inquisitionsturm, Dorf der Shaganimbo. Oder ist da der Friedhof? Nein. Ich will jetzt nochmal da runterlaufen und dann dahin laufen. Nur halt werde ich dann so laufen. Kann nicht angehen hier. Verhurte Kacke. Ich will jetzt diesen schwulen Schädel haben. Wo ist der Ständnis Herr Schöle? Ich helfe dir. Weißt du, wie schnell zugeschlagen hat? Tja. Würgeranke. Anhand der ganzen Affen, die hier laufen, vor allem weil das immer die schlechten sind, könnte man echt meinen. Na komm, gib dem Affen. Bro, Affen, die Affen, den Affen. Ah, manchmal sind unter solchen Klippen ja noch so coole Sachen. Zwischen wie noch eine Markibäre. Auch nicht. Dann haben wir hier den Pulvermond. Nix. Ach ja. Ja, den Goldklee noch mit, bevor wir danach laufen, gehen wir kurz einmal die uns die Hülle hier reinziehen. Zusammen packen wir das. Ja, oh, dunkler Dürrer. Gut gemacht. Ratte. Ja, keine Höhle. Lol. Das war alles. Alter. Okay, hätte man sich einen großen Teil der Laufer. Achso. Und dann laufen die quasi so zu den. Oder so zum Dorf der Marakai. Jetzt laufe ich noch so. Ein paar Termiten. Ist ja nicht so, als wenn das irgendwie. Termiten. Na komm. Zusammen packen wir das. Termitenkrieger! Boah, hast du das Haus nicht geleckt? Gut gemacht. Upsala. Na. Termitenkrieger. Termitenkrieger. Und Termitenkrieger. Sehr gut, weiter geht's. Weiter geht's.
Wir marschieren durch Sumpfland. Schalala. Im Gepäck ist allerhand. Schalala. Da war zum Beispiel eine Geisterlilie. Und da ist noch ein Termitenflieger, der auf die Schnauze fliegt. Okay. Patty versteht da keinen Spaß, wie man gerade gesehen hat. Die snackt dich einfach weg, Junge. Alles auf die Fresse. Okay. Gut gemacht. Aber den und aber den. Einer. Das ist normaler Blankrallenaffe. Zwei. Ja, da laufen wir erst sofort lang. Jetzt hat mich das echt so gerade noch ein bisschen neugierig gemacht. Wo denn im Zweifel der dritte Affe hin ist. Da! Ich gucke mal. Oh, das war auch kein Zeh-Affe. Oh, Menno! Oleander. Das ist eine Ader. Alles klar. Bauen wir die doch auch kurz ab. Wir nehmen ja alles mit. Sehr gut. So. Nochmal eine Lilie. Und dann nehmen wir mal den Weg hier. Gucken wir mal, wo wir denn da auskommen. Na komm, mal durch die Klappe. Mann, ja bla, hau mich ein paar Mal, ist gut. Alter Vater. Also wir hier. Jetzt quasi hier oben aus. Sehr gut. Klar. Oder so. Oder so. So, da ist der Wasserfall. Ich laufe jetzt quasi hier rüber und da hoch. Und dann hoffe ich, dass da nicht der Scheiß. Na, ihr wisst schon. Friedhof ist. Friedhof for the win. Ich helfe dir. Ah, ist ja gut. Ja, ah, die Waffe von Gaggernüssen. Das ist quasi mit Blumenzellen, wenn ich mich tot gelaufen würde. So, ein Stück der Straße nach rechts folgen und dann direkt links. Und hoffentlich ist das dann der Friedhof. Das war. Noch nicht richtig. Das ist zu früh. Zusammen packen wir das. Wow! Ich helfe dir. Pam, pam. Ich.
Das sieht doch schon mal nach irgendwas aus, was geschützt werden muss. Und davon ist eine Truhe. Ah ja, ist ja gut. Na komm. Ist das meine Truhe? Das Schloss ist zu schwer für mich. Das Schloss ist zu schwer für mich. Lass mich raten. Ich habe jetzt auch keinen Ficktrank dafür, wa? Komm, wir erhöhen das. Wir sind auf 60. Auf 60. Ihr dummen Fickwichser. Es kann echt nicht wahr sein. Lass mich raten, ich habe dafür jetzt auch keinen Trank mehr, wa? Und ich habe auch keinen Ohrring mehr. Also noch irgendwie ein Ohrring, der einem da irgendwie helfen würde, wa? Oder ein Amulett. Ne, nix. Nur den geilen Ring. Alter Vater. Es kann nicht wahr sein. Wir gehen mal kurz ins Dorf der Shagonumbi. Vielleicht kam sich ja irgendwo. Ja, aber wo auf der Insel? Warum sind sie? Ja, ja, deine Mutter. Toll, hast du das gemacht. Jetzt hängen wir hier fest. Hau bloß ab. Interessant. Seitdem habe ich nicht mehr mit dem geredet. Ich will ein besserer Dieb werden. Sowohl beim Schlösserknacken als auch beim Taschendiebstahl kommt es auf das richtige Fingerspitzengefühl an. Trainiere deine Fingerfertigkeit mit ein paar einfachen Übungen. Dann wirst du schon bald feststellen, dass dir diese Sachen nicht mehr so schwer fallen. Gab das jetzt quasi dann auch Ich bin noch nicht. Okay. Gerissenheit 8 bräuchte. Ich werde auf dich zurückkommen. Und ich werde mir jetzt kurz noch die Truhe holen, die wir gerade gesehen haben. Lauf, lauf, lauf. Die Truhe, die war nicht weit weg, wa? Irgendwie hier und dann genau, erstmal rechts den halben Weg folgen. Pam, pam, pam. Oh ja, du mich auch, ey. Da sind die Leichen gewesen. Sehr gut. So, meine Truhe. Sucker. Okay, die 3, die 2, die 3, die 2, den und dann den anderen beiden. Sehr gut. Gold und Fackeln. Nee, fick doch die Henne. Fick die Henne! Na gut, mit der Henne verabschiede ich mich in die nächste Folge. Ich hoffe, es schaltet wieder ein.